Hallo, meine Damen und Herren. Mein Name ist Olaf Müller-Michaels. Ich bin Professor für Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule und möchte mit dem heutigen Video meine Serie zum Europarecht fortsetzen. Und zwar werden wir uns in mehreren Videos mit den Grundfreiheiten beschäftigen. Das heutige Video, das steht als Thema an, einmal, dass ich Ihnen die Bedeutung der Grundfreiheiten generell versuche zu erklären. Also wichtig, um die Grundfreiheiten einzuordnen. Wenn Sie zum Beispiel mündlich in die Frage bekommen, was ist denn überhaupt der Sinn der Grundfreiheiten, was versteht man darunter, dann können Sie das damit sehr gut beantworten. Und der zweite Teil, das hier als Prüfung steht auf der Mindmap, da will ich mit Ihnen das allgemeine Prüfungsschema besprechen. Es ist ja so, dass wir ähnlich wie bei den Grundrechten in Deutschland hat sich inzwischen ein Prüfungsschema herauskristallisiert, was man im Prinzip für alle vier Grundfreiheiten zugrunde legen kann. Die Mindmap, wie immer zum Download, habe ich die zur Verfügung gestellt, können Sie also herunterladen. Gut, dann fangen wir direkt an mit der Bedeutung der Grundfreiheiten. Und wie Sie sehen, haben wir hier den Artikel 26 Absatz 2 AEUV mal als erstes auf der Mindmap. Ich zeige Ihnen den. Das ist wichtig, wenn Sie nach den Grundfreiheiten gefragt werden, dass man den Artikel 26 Absatz 2 kennt. Denn der Artikel 26 Absatz 2, der Binnenmarkt, umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist. So, damit wird eine Verbindung hergestellt. Sie kennen ja freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital. Das sind die vier Grundfreiheiten. Die werden hier in Bezug gesetzt zum Binnenmarkt. Und der Binnenmarkt, meine Damen und Herren, ist ja nach Artikel 3 Absatz 3 des EU-Vertrags das wirtschaftspolitische Grundziel der Europäischen Union. So, damit kann ich jetzt schließen, dass die Grundfreiheiten von ganz essentieller Bedeutung für das wichtigste wirtschaftspolitische Ziel der Europäischen Union, nämlich den Binnenmarkt, sind. Sie sind praktisch, jetzt juristisch betrachtet, der konstituierende Bestandteil des Binnenmarkts. Was sind jetzt die Ziele, die man mit dem Konzept des Binnenmarkts verfolgt? Und da kann man vielleicht ein bisschen mehr ökonomisch auch argumentieren. Denn wenn man sich das Konzept des Binnenmarkts mal ökonomisch ansieht, dann ist da ja der Schwerpunkt auf dem Begriff Markt. Und der Begriff Markt bedeutet ja klassischerweise der Ort, an dem Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Und an diesem Ort, da muss ich ja mehrere Anbieter und Nachfrage haben, ansonsten ist es mit dem Markt ein bisschen schwierig. Und wenn ich mehrere Anbieter und Nachfrage habe, dann stehen die im Wettbewerb zueinander. So. Und deswegen kann man sagen, das Binnenmarktkonzept beinhaltet auch den Wettbewerb. Und zwar möchte man dadurch, dass man den freien Verkehr zulässt von Waren, Personen, Dienstleistungen, Kapital, also praktisch einen großen Markt aus der ganzen EU macht, möchte man einen möglichst umfassenden, störungsfreien Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts erzeugen. Das heißt jetzt für die Unternehmen, dass sie frei im Binnenmarkt agieren können. Für Unternehmen darf es keine Rolle spielen, ob sie ihre Produkte in Deutschland, in Frankreich, in Bulgarien oder in Polen verkaufen oder in Portugal. Und aus Sicht jetzt, wir werden sehen, dass das Hauptspannungsverhältnis bei den Grundfreiheiten besteht zwischen der EU und den Mitgliedstaaten. Denn letztlich geht es bei den Grundfreiheiten darum, dass Handelsbeschränkungen, die die Mitgliedstaaten noch in ihren Rechtsordnungen haben, abgebaut werden. Denn die sind ja ein Haupthandelshemmnis. Wenn ich in Land A eine Regelung X habe und in Land A eine Regelung Y, zum Beispiel über die Frage, was ich alles brauche, um ein Fahrzeug verkehrstüchtig zu machen, dann ist das ein Handelshemmnis, wenn in Frankreich 3 Rückleuchten und in Portugal 4 und in Deutschland 5 Rückleuchten verlangt werden. Da muss ich für jedes Land ein eigenes Auto produzieren. Und das ist praktisch das Ziel der Grundfreiheit. Und dann hätte ich auch keinen Wettbewerb innerhalb der ganzen EU, weil ein Auto, was in Frankreich verkauft werden kann, ja nicht auf dem deutschen Markt unmodifiziert angeboten werden kann. Deswegen funktionieren die Grundfreiheiten so, dass sie sich gegen Handelsbeschränkungen durch die Mitgliedstaaten wenden. Wir werden das gleich noch sehen, wenn wir uns mit Beeinträchtigung beschäftigen im Prüfungsschema. Aber es ist vielleicht jetzt schon wichtig, dass Sie sich merken, die Grundfreiheiten richten sich im Wesentlichen gegen die Mitgliedstaaten und sind ein Mittel der EU, um mitgliedstaatliche Regelungen, die den Handel beschränken, zu bekämpfen und damit für freien Wettbewerb zu sorgen. Dann hat der EuGH schon sehr früh im Fangent-and-Loos-Urteil festgestellt, dass die Grundfreiheiten unmittelbar anwendbar sind in den Mitgliedstaaten. Das ist aus heutiger Sicht, glaube ich, keine große Erkenntnis mehr, dass das europäische Primärrecht in den Mitgliedstaaten gilt und unmittelbar Anwendung findet.
So, wenn wir das haben, können wir uns auch schon direkt dem Prüfungsschema zuwenden. Das ist ja im Prinzip das, was Sie dann, das hier ist wahrscheinlich mehr etwas, was Sie im Mündlichen gebrauchen können. Aber das Thema Prüfungsschema begegnet Ihnen eben in jeder Europarechtsklausur, wenn es um Grundfreiheiten geht. Wie prüfe ich Grundfreiheiten? Und zwar ist das im Prinzip ähnlich wie eine deutsche Grundrechtsprüfung. Wenn man die einmal gelernt hat, kennt man ja diese dreischrittige Prüfung. Und ähnlich habe ich das hier auch. Die Begriffe sind ein bisschen anders, aber letztlich habe ich sehr viele ähnliche Gedanken bei der Prüfung. Und das, was eine Besonderheit darstellt im Europarecht, ist, dass ich eine Vorprüfung machen muss. Ich muss also zunächst mal prüfen, gibt es Sekundärrecht, was den Fall regelt. Das ist in der Praxis sehr wichtig, denn es nützt mir nichts, wenn es zum Beispiel eine EU-Verordnung oder Richtlinie darüber gibt, wie ich Lebensmittel kennzeichnen muss. Dann kann ich, sollte ich da keine Grundfreiheitenprüfung machen, wenn sich ein Unternehmen beschwert, dass es irgendwie eine Lebensmittelampel irgendwo drauf machen. Sondern dann muss ich erst mal gucken, wie sieht eigentlich die ganze Angelegenheit im Sekundärrecht aus. Die gute Nachricht für die Klausur ist, dass dieser Prüfungspunkt selten eine Rolle spielt. Und wenn er eine Rolle spielt, dann wird Ihnen ja diese sekundärrechtliche Regelung in der Klausur präsentiert, sodass Sie praktisch drüber stolpern. Und dann werden Sie auch nicht auf die Idee kommen, diese sekundärrechtliche Regelung in Ihrer Klausur nicht zu berücksichtigen. Also von daher ist das für die Klausur sehr simpel. Da schreibt man dann vielleicht einen Satz und sagt zunächst müsste man prüfen, ob Sekundärrecht, wegen des Vorrangs des Sekundärrechts prüfen, ob hier sekundärrechtliche Regelungen bestehen. Und dann wird man sagen, dafür ist hier nichts ersichtlich, deswegen muss ich mit der Prüfung der Grundfreiheiten fortfahren. In der Praxis, wie gesagt, sollte man natürlich, und die EU hat eine Unzahl an sekundärrechtlichen Regelungen erlassen, und es wäre für die Praxis grob fahrlässig, wenn man einfach mit einer Grundfreiheitenprüfung startet, sondern man muss erstmal wahrscheinlich eine Stunde oder anderthalb Stunden recherchieren, ob es nicht sekundärrechtliche Regelungen dazu gibt. Deswegen habe ich das hier auch nochmal aufgeschrieben, weil wir ja auch nicht nur für die Klausur, sondern auch für die Praxis lernen wollen. Und da ist der Vorrang des Sekundärrechts sehr wichtig. Jetzt die dreischrittige Prüfung. Wie gesagt, bei den Grundrechten haben wir Schutzbereich, Eingriff, Rechtfertigung und in der EU-Dogmatik heißt das eher Anwendungsbereich, Beeinträchtigung, Rechtfertigung, wobei ich auch den Begriff Eingriff hier schon gelesen und gehört habe, ist auch kein Beinbruch, wenn man den hier verwendet. Bei Anwendungsbereichsprüfung ist ein bisschen anders als die deutsche Frage nach dem persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich. Ein bisschen anders, weil es hier ja letztlich nicht um persönliche Grundrechte geht, sondern um Grundfreiheiten, die ein bisschen anders strukturiert sind. Warum sind die anders strukturiert? Na, bei den Grundrechten geht es ja so um Menschenrechte, Abwehrrechte auch gegen, also die Struktur ist auch eine andere. Hier geht es mehr um unternehmerische Tätigkeit. So, und dann gibt es einmal freiheitsspezifischen Bestandteil, den man prüfen muss. Das ist das, was wir als sachlichen Schutzbereich auf der deutschen Ebene bezeichnen würden. Also worum geht es inhaltlich? Bei der Warenverkehrsfreiheit muss ich prüfen, liegt eine Ware vor, bei der Personenverkehrsfreiheit und so weiter. Können Sie sich ja vorstellen, relativ simpel. Ich habe hinter Dienstleistung geschrieben, subsidiär, weil ähnlich wie die allgemeine Handlungsfreiheit nach Artikel 2 subsidiär ist, ist es so, dass der EuGH sagt, die Dienstleistungsfreiheit ist subsidiär. Das heißt, ich prüfe zunächst die anderen freiheitsspezifischen Merkmale. Und wenn ich da nicht zu Potte komme und es ist aber eine unternehmerische Tätigkeit, dann ist die Dienstleistungsfreiheit betroffen. Dann muss es sich um einen unionsspezifischen Sachverhalt handeln. Das heißt, es muss sich in der Europäischen Union einen Bezug zur Europäischen Union haben. Dürfte auch klar sein, wenn ich einen reinen Drittlandsachverhalt habe oder wenn es ja um den Wettbewerb auf dem US-Markt geht, dass dann das Europarecht nicht Anwendung findet. Dürfte in den meisten Fällen in der Klausur kein Problem sein. Genauso wie der verkehrsspezifische Teil. Es muss ein grenzüberschreitender Sachverhalt sein. Wobei der EuGH hier die Anforderungen sehr niedrig hält. Also es reicht schon aus, nicht der Sachverhalt selbst muss nicht selbst grenzüberschreitend sein, sondern es muss nur eine grenzüberschreitende Eignung da sein. Es muss nur potenziell grenzüberschreitend sein. Das heißt, selbst wenn Kunden aus dem Ausland nur potenziell abgeschreckt werden, reicht das schon aus. Also auch da ist natürlich auch klausurtaktisch klar, dass man das selten ablehnen wird, weil man sich die Prüfung dann ja um die eigentlich interessanten Punkte verkürzt, die jetzt noch kommen. Also da sollte man großzügig sein. Bei der Beeinträchtigung, das ist jetzt der erste Punkt, der wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist. Denn da haben wir auch große Unterschiede zu der Dogmatik, die wir in den deutschen Grundrechten vorfinden. Also, wo es noch vergleichbar ist, ist bei der Frage, wer ist eigentlich Verpflichteter? Wer ist eigentlich der, der durch die Grundfreiheiten gebunden wird? So, und das erste wirklich ganz Wichtige, was Sie sich hier merken müssen, ist, die EU selbst
Also die EU als Institution mit ihren ganzen Rechtsvorschriften, Verordnungen, Richtlinien, die ist nicht an die Grundfreiheiten gebunden, sondern die Mitgliedstaaten. Ich habe das ja bei der Einleitung schon gesagt, da würden Sie sagen, ja, warum denn nicht? Ja, der Grund ist simpel. Der Grund liegt darin, dass wenn Sie eine EU-einheitliche Regelung haben, durch eine Verordnung, dann kann ja keine Wettbewerbsverzerrung auftreten. Das Problem, gegen das die Grundfreiheiten kämpfen, sind unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Und deswegen kann ich per Definition, wenn ich eine EU-einheitliche Regelung habe, dann kann das nie ein Problem der Grundfreiheiten sein, meine Damen und Herren. Das ist was, was ich häufig auch so in der Klarheit nicht lese. Deswegen ist es aber extrem wichtig, dass man da keinen Fehler macht. Wenn es sich um eine EU-rechtliche Regelung handelt, meine Damen und Herren, dann müssen Sie prüfen, was die EU-Grundrechte. Das ist dann die Stunde der EU-Grundrechte, Grundrechtscharta, das kennen Sie wahrscheinlich auch. Wenn nicht, mache ich vielleicht nochmal ein separates Video. Schreiben Sie vielleicht unten rein, wenn Sie dazu ein separates Video möchten. Ist jetzt für mich kein großes Problem, weil ich dazu promoviert habe. Aber egal, in der Praxis ist das nicht so relevant, deswegen weiß ich nicht, in der Prüfungspraxis kommt es nicht so häufig vor, die EU-Grundrechte wie die EU-Grundfreiheiten. Aber das ist der Kernunterschied. Die Grundfreiheiten, die binden nicht die Europäische Union selbst, weil sie per Definition keine unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen zwischen den Mitgliedstaaten schaffen kann. Der freie Verkehr innerhalb der EU ja nicht durch eine EU-einheitliche Regelung beeinträchtigt werden kann. Das ist zumindest die Dogmatik, die der EuGH dahinter sieht. Das heißt, verpflichteter Bösewicht sind die Mitgliedstaaten. Und dann, ähnlich wie in Deutschland, gibt es auch hier eine Drittwirkung, die sogar weiter gehandhabt wird als in Deutschland. Also auch Private sind durch die Grundfreiheiten gebunden, was ja eigentlich systemwidrig ist, weil es soll ja zugunsten von Unternehmen sein. Trotzdem sagt der EuGH, wenn die Privaten vergleichbar einschneidende Regelungen schaffen können, also vor allen Dingen mit Allgemeingültigkeit oder für Gültigkeit für eine bestimmte Branche, wie zum Beispiel Unternehmensverbände, Gewerkschaften, dann fallen die auch hier als Verpflichteter unter die Grundfreiheiten. Das ist das Wahlraff-von-Koch-Urteil. Ich habe Ihnen immer, wenn Sie die Mindmap runterladen, die entscheidenden Punkte, also Text aus den Urteilen hier auch reinkopiert und mit einem Link kommen Sie dann direkt zu dem Urteil. Ich kann Ihnen wirklich nur dringend empfehlen, wenn Sie sich im Europarecht aufs Examen vorbereiten, dann lesen Sie bitte diese Urteile, die hier stehen. Das ist das absolute Minimum. Das Europarecht lebt ja auch von der Rechtsprechung. Und klar, Sie kommen auch vielleicht aus, wenn Sie die kleinen Textchen lesen, die ich Ihnen da reingeschrieben habe. Das ist sozusagen, wenn Sie nur noch ganz wenig Zeit haben und wollen sich ganz schnell und kompakt vorbereiten. Aber besser ist es, wenn Sie die Urteile wirklich auch nachlesen. So, also der zweite Punkt bei der Beeinträchtigung ist, dass man ursprünglich in den Vertragstexten eigentlich immer nur bei Diskriminierungen oder wir werden das bei den einzelnen Grundfreiheiten noch detaillierter besprechen, aber das Konzept der Diskriminierung liegt eigentlich den Grundfreiheiten zugrunde. Das heißt, dass ich nicht eine Ware, ein Produkt, eine Dienstleistung schlechter behandeln darf, weil sie aus dem Ausland kommt. Und darüber hinaus hat der EuGH aber insbesondere im Dasson-Wyll-Urteil die Grundfreiheiten, man sagt, zu einem allgemeinen Behinderungsverbot umgestaltet. Das heißt, es kommt jetzt gar nicht mehr darauf an, ob eine Maßnahme anknüpft an die unterschiedliche Staatsangehörigkeit, sondern es kommt nur noch darauf an, auf die Wirkung, ob nämlich die Maßnahme, die der Mitgliedstaat trifft, den Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt. Und das ist letztlich der inhaltliche, das ist das sensationelle Inhalt des Dasson-Wyll-Urteils, der damit all die Maßnahmen, alle praktisch jede wirtschaftslenkende Maßnahme zu einer Beeinträchtigung der Grundfreiheiten erklärt, wo vorher nur eine Beeinträchtigung relevant war. Wir werden das noch bei der Personenverkehrsfreiheit, zeige ich Ihnen das nochmal besonders deutlich, wie krass das ist, was der EuGH da gemacht hat und was für eine Riesenbedeutung das hat. Aber für hier, für diese Verhältnisse vielleicht schon mal, dass Sie sich merken, wenn die Grundfreiheiten nur ein Diskriminierungsverbot enthielten, dann wäre der Anwendungsbereich ganz klein. Und der EuGH hat durch das Dasson-Wyll-Urteil den Anwendungsbereich, letztlich hier den Punkt Beeinträchtigung und damit praktisch den Eingang in seine Prüfung, seine eigene Prüfungskompetenz unfassbar erweitert, indem er sagt, nein, nicht nur Diskriminierungen oder im Dasson-Wyll-Fall ging es halt um die Definition Maßnahme gleicher Wirkung im Sinne von Artikel 34, machen wir beim Video Warenverkehrsfreiheit. Aber er hat gesagt,
Entscheidend ist nur, dass es eine Beeinträchtigung oder eine potenzielle Eignung zur Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten besteht. Also unfassbar weit. Dann ist dem EuGH so ein bisschen schwindelig geworden, hat er gesagt, ich muss das vielleicht doch ein bisschen einschränken. Und dann gab es das berühmte Keck-Urteil, in dem er, und er, bitte versuchen Sie nicht, das systematisch zu verstehen. Das geht nicht. Es ist einfach Fallrecht. Das muss man, als deutscher Jurist hat man da manchmal Probleme, aber man muss einfach akzeptieren, da steckt kein System dahinter, sondern ich hatte einen Einzelfall und der Keck-Fall war das Verbot des Verkaufs unter Einkaufspreisen, also Dumping letztlich, dass ich im französisches Gesetz, dass das den Verkauf unter Einstandspreisen verbot. Und da hat der EuGH gesagt, das ist schon keine Beeinträchtigung, weil es zwar ja irgendwie den Handel natürlich behindert, weil der Handel jetzt nicht zu jedem Preis verkaufen kann, aber die ist nicht produktbezogen und gilt im ganzen Markt und führt deswegen nicht zu einer Wettbewerbsbeschränkung. Und im Übrigen ist sie auch nicht diskriminierend. Ja, da kann man ja sagen, okay, weil das man will auch nicht. Aber ja, mein Gott. Die Story beim Keck-Urteil ist, dass es wahnsinnig häufig von den Mitgliedstaaten angeführt wurde, als sozusagen nach dem Motto, ja, EuGH, lass mich in Ruhe. Ja, ich habe doch nur eine Keck-Formel gemacht. Aber der einzige Fall, der außer dem Keck-Fall selbst noch unter diese Dogmatik bisher gefallen ist, sind die Ladenschlussgesetze. Also Sie können sich im Prinzip merken, der Keck-Fall ist im Prinzip nur, also da ist schon seit X Jahren kein Urteil des EuGH mehr zum Ergebnis gekommen, dass das ein Keck-Fall ist. Deswegen in der Klausur von der Taktik her, sehr wahrscheinlich möchte der Aufgabensteller von Ihnen, dass Sie Keck dann vielleicht prüfen, aber ablehnen, und zwar mit der Begründung, dass es produktbezogen ist, das sagt der EuGH meist, oder dass es keine allgemeine Verkaufsbeschränkung ist, oder dass sie vielleicht doch diskriminierend ist. Und damit kommen wir letztlich zum letzten Punkt, und das ist die ja moderne Dogmatik, die ich wieder auch für sinnvoll halte, weil hier nämlich der EuGH anknüpft an den Marktzugang. Und darum geht es ja bei den Grundfreiheiten. Es soll ja freier Wettbewerb herrschen. Und das heißt, der Marktzugang zu jedem Markt innerhalb des Binnenmarkts soll ja gleich sein, damit ich einen großen Markt habe. Und deswegen prüft der EuGH jetzt inzwischen verstärkt, ob der Marktzugang durch die staatliche Maßnahme, ob der Marktzugang für ausländische Erzeugnisse nicht stärker behindert wird als für inländische. Das Leiturteil dazu ist dieses deutsche Parkinson-Gesellschaft-Urteil, was ich Ihnen auch in meinem alten Video zur Warenverkehrsfreiheit schon empfohlen habe. Und dieses Urteil, da geht es ja um die Preisbindung für rezeptpflichtige Arzneimittel. Und da hat der EuGH gesagt, für ausländische Apotheken ist der Preis die einzige Methode, wie sie auf dem deutschen Markt konkurrieren können. Sie können ja nicht beraten vor Ort. Sie haben keinen stationären Handel. Und deswegen ist der Preis, wenn ich den Preis als Wettbewerbsfaktor wegnehme, diskriminiere ich mittelbar ausländische Apotheken, ausländische Fernapothekenanbieter. Und mit der Begründung, dass die Preisbindung für die Ausländer gravierendere Auswirkungen hat auf die Wettbewerbsfähigkeit als für die Inländer, hat der EuGH hier eine Beeinträchtigung angenommen. Wie gesagt, dringend nachlesen hier in dem Urteil. Wenn ein Grundfreiheiten-Ding kommt, bin ich mir relativ sicher, dass Sie dann auf diese Art der Dogmatik, wenn Sie darauf abstellen, ist das tipptopp. So, bei der Rechtfertigung, und das ist jetzt schon wieder ein bisschen einfacher, denn da bewegen wir uns wieder relativ nah an unserer normalen Grundrechtsprüfung, die wir ja schon gelernt haben, habe auch im Verfassungsrecht ja umfangreich dazu was gemacht. Also man fängt ähnlich wie in Deutschland an, erstmal das legitime Ziel zu identifizieren. Also welches Ziel verfolgt eigentlich der Mitgliedstaat? Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Nicht jede Beeinträchtigung ist ein Verstoß gegen die Grundfreiheiten. Wie gesagt, der Begriff, so wie im Deutschen, nicht jeder Eingriff ein Verstoß ist gegen die Grundrechte, ist auf EU-Ebene nicht jede Beeinträchtigung der Grundfreiheiten auch ein Verstoß. Das wäre auch schlimm, weil der EuGH Anwendungsbereich und Beeinträchtigung so weit gemacht hat, dass, wie gesagt, fast jede mitgliedstaatliche Regelung, die den Handel betrifft, also auch viele Sachen, die nur inländisch gedacht sind, betreffen aber irgendwie ja auch den Handel zwischen den Mitgliedstaaten, also fast jede wirtschaftslenkende Gesetzgebung, die ein Mitgliedstaat erlässt, der Anwendungsbereich und Beeinträchtigung diese Stufen passieren wird. Sodass ich, wenn ich überhaupt als Mitgliedstaat noch irgendwas machen will alleine, dann muss ich mich auf die Rechtfertigung stützen. Das heißt, ich muss erstmal identifizieren, was ist denn mein legitimes Ziel. Und da gibt es zunächst bitte prüfen die geschriebenen Rechtfertigungsgründe. Ich habe Ihnen die Artikel hier aufgeführt, bitte nachlesen. Werden bei den einzelnen Grundfreiheiten noch drauf zu sprechen kommen.
Und dann gibt es das berühmte Cassis-Urteil des EuGH, wirklich auch eines der absoluten Klassiker, wo der EuGH gesagt hat, neben den geschriebenen gibt es auch ungeschriebene Rechtfertigungsgründe, nämlich immer dann, wenn ich zwingende Gründe des Allgemeinwohls habe. Eines, was er dazu gelesen hat, ist zum Beispiel der Verbraucherschutz. Wenn ich also das legitime Ziel identifiziere, und eins ist kein legitimes Ziel, meine Damen und Herren, das sollte inzwischen klar geworden sein, nämlich der Protektionismus, den Schutz des eigenen Marktes. Denn wenn ich das sage als Staat, ich möchte meine Arbeitsplätze schützen, ich möchte meine Binnenwirtschaft schützen vor ausländischer Konkurrenz, dann verstoße ich ja schon, dann ist das ja eine klare Diskriminierung und eine offene Diskriminierung kann nie gerechtfertigt sein. Denn das verstößt ja gegen den Kern der Grundfreiheiten, die gleiche Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt wollen. Also was kein legitimes Ziel sein kann, ist, dass ich meinen Markt abschotten will vor ausländischer Konkurrenz. Denn dazu habe ich mich ja verpflichtet, indem ich die Grundfreiheiten unterschrieben habe als Staat, dass ich genau das nicht mache. Also ich muss irgendwas anderes finden als Protektionismus, was im Zweifel ja auch funktioniert. Ich darf das nur nicht sagen, ne? Aber jetzt kommt halt, ich nehme irgendeinen Grund, ne? Gesundheitsschutz ist häufig oder Verbraucherschutz und jetzt muss ich halt prüfen. Jetzt sagt der EuGH, ich muss jetzt eine Verhältnismäßigkeitsprüfung machen. Und muss objektiv anhand vom Mitgliedstaat vorzulegender Beweise prüfen. Das heißt, der Mitgliedstaat ist verpflichtet, nicht nur einfach abstrakt irgendwelche Behauptungen aufzustellen, sondern er muss ganz konkret Studien vorlegen. Zum Beispiel hat Deutschland in dem Parkinson-Fall gesagt, ja, aber dann verschwinden ja die lokalen Apotheken und ich muss ja die lokalen Apotheken schützen und überhaupt die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln wird dadurch gefährdet, wenn die lokalen Apotheken verschwinden. Und da hat der EuGH gesagt, ja, stopp. Hast du da überhaupt mal was untersucht zu? Gibt es da irgendeine Studie zu oder behauptest du das nur einfach? Das reicht dem EuGH nicht, wenn der Mitgliedstaat das einfach nur behauptet. Also von daher hohe Anforderungen. Und das heißt, ich muss dann prüfen, erstmal Eignung. Da muss ich eben vorlegen, dass meine Maßnahme überhaupt wirklich geeignet ist, dieses von mir postulierte Ziel zu erreichen. Dann muss ich die Erforderlichkeit prüfen. Das kennen Sie. Darf kein milderes, ebenso wirksames Mittel geben. Da gibt es allerdings einen Fehler, der gerne mal gemacht wird, auch gedanklich in der Klausur vielleicht nicht so häufig. Aber viele sagen jetzt ja, aber Achtung, Achtung, wenn ich doch zum Beispiel in Holland ist doch zum Beispiel der Verkauf von Haschisch erlaubt. Dann ist doch, warum ist das in Deutschland nicht auch erlaubt? Ich muss doch praktisch, dann habe ich doch eine Wettbewerbsbeschränkung. Ja, das ist richtig, aber so rum wird kein Schuh daraus, meine Damen und Herren. Ich muss umgekehrt prüfen, ob die deutsche Regelung vernünftig zu rechtfertigen ist. Und allein die Tatsache, dass es irgendwo in der EU zulässig ist, lässt noch nicht zwingend den Schluss zu, dass es unmöglich ist, das zu rechtfertigen. Also es gibt kein Race to the Bottom. Denn es reicht nicht aus, dass in einem Mitgliedstaat eine weniger strenge Regelung besteht. Das führt nicht, und es ist ja auch logisch nicht zwingend, dass das nicht erforderlich ist in dem eigenen Land. Also da gibt es halt vom Gesetzgeber schon eine Einschätzungsmöglichkeit. Wenn er das System vernünftig umsetzt, dann kann er schon sagen, dass es erforderlich ist. Und nur weil es in einem anderen Land, ja, dass ein anderes Land das anders entschieden hat, das heißt noch nicht, dass es nicht erforderlich ist. Wie gesagt, das könnte in der Klausur auch mal als Argument kommen. Das wird dann irgendwo da in den Sachverhalt eingebaut und dann wäre das gut, wenn Sie das hier an der Stelle abarbeiten. Ja, und dann am Ende die Angemessenheitsprüfung, wie wir die aus dem deutschen Grundrechts, aus der deutschen Grundrechtsdogmatik kennen, die führt der EuGH häufig nicht durch, weil das schon bei der Erforderlichkeit fertig ist, aber manchmal eben doch, dann unter der Prämisse kein grobes Missverhältnis zwischen Ziel und Mittel. Gut, dann werden wir uns dann im Anschluss in den nächsten Videos mit den wichtigen Grundfreiheiten beschäftigen. Ja, und bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lernen und noch eine gute Zeit.